Willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Wir werden jetzt irgendwie versuchen, darüber zu kommen. Was wahrscheinlich nicht sofort gelingt. Perfekter Start für diese Episode. Wir failen. Weil ich die Steuerung schon wieder nicht richtig drin habe. Oh, das war jetzt knapp. Da kommen wir da hinten irgendwie rum. Gucken wir einfach mal. Wir hören schon wieder eine Schnauze. Wir hören sie ganz deutlich. Da ist sie doch auch schon. Mal sehen, was dieses hübsche Ding bewirkt. Es bereitet uns den Weg. Das heißt, wir könnten jetzt doch mal schauen, dass wir da rüberkommen. Können wir da unten durch? Nein. Unsichtbare Wand. Ja, also ist ja perfekt. Das ist, glaube ich, eine Erinnerung der Super Nanny. Super aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Nice. Ist das die Suppenschildkröte? Falsche Schildkröte auf See geblieben. Ja, das wird die Suppenschildkröte sein. Die lernen wir später auch noch kennen. Und jetzt gibt es wieder lustige Hüpf-Action. Ah, komm! Ja, geht doch. Oh, da können wir nicht hoch. Oh, schade. Hier war nichts mehr. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Mal schauen, dass wir endlich mal diesen Abschnitt hier fertig kriegen. Wobei es hier noch am schönsten ist. Und hops. Ich glaube, später gibt es auch noch so ein paar Ecken, wo man echt schwer rankommt. Hier ist nichts mehr. Und schwupp. Ja, wir betreten neue Area. Da fängt das wieder gerne an zu laggen. Weil das ja alles hier sehr neu aufgebaut wird. Hier könnten Gegner kommen. Ja. Sobald es schleimig ist, gleitender Verfall. Die sind glaube ich, so die nervigsten kleinen Gegner gewesen. Weil man da gern mal eins übersieht oder so. Und die springen einen dann von hinten an. Ich glaube, später, wenn die größeren Gegner kommen, sind die echt nervtötend. Ja, Gegner, da wird es uns auch schon angezeigt. Ja, ich suche immer noch so ein paar Erinnerungen. Oh, da war auch noch irgendwas. Ah, schön. Ja, und da kommt dann auch noch so kleines Zeug wahrscheinlich. Nein. Müssen wir jetzt darüber? Da ist ein Schlüsselloch. Da müssen wir, glaube ich, hin. Ich bin mir nicht sicher. Wir könnten erstmal... Ja, da sieht man es. Die kommen aus den Schneckenhäusern raus. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist hier so eine Stelle gewesen. Oder die kommt noch, wo echt eklig war. Was finden wir denn hier? Eine Flasche. Und Zähne. Oh, da sind noch mehr Zähne. Goldzähne sind immer gut. Flaschen auch. Denn wie immer schon gesagt, jetzt mehrmals im Spiel, die schalten uns dann Sachen frei. Ich glaube Konzeptart und so ein Zeug. War das alles? Ich hoffe es. Da hoch können wir, glaube ich, nicht. Da hinten ist eine Erinnerung.
Da war auch irgendwo was. Und da kam man nicht so leicht hin. Ja, genau, das ist ja meine Lieblingsstelle. Man darf nicht in diese schönen Ströme da rein und man will diese Erinnerung da hinten. Also es könnte jetzt etwas länger dauern. Weil das ist echt doof hier. Wenn man da reinfliegt, stirbt man sofort. Es ist halt etwas doof. Aber es ist halt klar, wenn du da reinknallst, das ist eigentlich reine Logiksache. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt schon. Ich will eigentlich jetzt da üben hin. Ich hoffe, es klappt. Es ist machbar. Es ist scheiße schwer, aber machbar. So nicht. So auch nicht. Komm, geh mal hierher. Wir müssen uns da nämlich echt böse dran vorbei schlängeln. Damals hat es nicht so gut geklappt, aber wir haben Glück. Per Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfross. Wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkrötensuppe Rich als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Nein, sind ja nicht deine Erinnerungen, deine Träume. Klötmann. Dann gehen wir mal den Weg hier zurück. Oh nein, Alice. Den Weg zurück. Oh, das müsste jetzt, das hat wehgetan. So, jetzt geht's wieder da hoch. Da oben war nichts, soweit ich gesehen habe. Ist hier sonst noch irgendwas? Was ist denn das hier? Ah, okay, da sind. Das könnte. Entweder ist es ein Hinweis auf große Gegner oder insgesamt auf Gegner. Ja, und damit können wir auch nicht mehr zurück. Da ist ein Kind. Ja, wir können, glaube ich, hier hinten nicht mehr dann zurück, wenn wir jetzt. Naja, wir sollen ja auch nicht zurück. Wir sollen jetzt diesem Kind folgen. Und wieder lädt es. Das kann sein. Hier ist nichts. Ah, oh, da sind. Ist das so ein großer? Nee, das sind noch kleine. Ach genau, da sind jetzt ja noch diese. Da kommt jetzt alles zusammen. Das wird jetzt nervtötend, ja. Ah ja, okay. Ich hoffe mal, dass. Das zoomt schön. Ja, au. Geht automatisch immer so auf den nächstgelegenen besten Gegner los. Wir haben ordentlich einen in die Fresse gekriegt. Hier sind noch irgendwo Gegner. Ja. Das war's. Ach, und da kriegen wir auch die Einführung. Der hohle Jan liest diese Zeilen, als hinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Beißer, um deine Begegnung mit dem weißen Bärtigen hinauszuschieben. Meine Freunde können die Horrorchen gut gebrauchen. Und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Und wir können Updates kaufen. Die Warpal-Klinge. 150 Zähne, ja, die machen wir gleich mal. Ich glaube, es gibt 5 Updates. Hier sehen wir, wie viele Zähne wir haben und wie viel es kostet. Ja. Und da ist auch der Zug. Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Tja.
Dann müssen wir ihn mal fragen. Sobald wir hier noch ein paar Zähne haben. Also mit den Zähnen, das ist eigentlich relativ gechillt. Ich sag mal, es ist schade, dass man das nicht noch mehr ausgenutzt hat. Wenn man dann später alle Waffen hat und alle Upgrades, hat man immer noch jede Menge Zähne übrig, mit denen man nichts mehr anfangen kann. Was verschwendet ist. Also es ist wirklich blöd. Da hätte man ruhig noch sagen können, ja komm, da kannst du noch ein paar zusätzliche Sachen irgendwie besorgen von Inhalten oder von Bildern oder keine Ahnung was. Aber es wurde nicht gemacht. Da ist eine Flasche irgendwo. Genau hier. Also von den Zähnen, spätestens dann im vorletzten oder letzten Kapitel hatte ich wirklich jede Menge davon und jetzt habe ich immer noch, ich glaube, 1000 übrig und es werden ja, wie gesagt, mit jedem Level, das man nochmal neu macht, mehr. Das ist dann schon ein bisschen doof. Und hier bebt alles. Ich glaube, wir gehen dann jetzt mal dahinter und lassen hier dieses Arsenal hinter uns. Und dann haben wir wahrscheinlich auch den ersten Abschnitt hier soweit fertig. Und man sieht, wie das Tal der Tränen langsam auseinanderfällt. Es ist nicht mehr so hübsch und es fällt alles auseinander. Ich glaube, da hinten kommt wieder so eine Buggy-Zone. Da rennt wieder dieses Kind rum. Wir überziehen jetzt wahrscheinlich, aber ja. Was soll's? Ah, Kamera ist eklig. Also sag mal, mit dieser Y-Achse, da ist es noch viel schlimmer. So, und es hängt. Ab hier kann man dann nicht mehr zurück. Ich finde ihre Haare so toll. Ja, und jetzt können wir uns irgendwie erstmal kurz nicht mehr bewegen. Wie gesagt, ab hier gibt es wirklich so ein paar Fehler im Spiel. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist. Auf jeden Fall, mich hat es damals echt genervt. Und ab hier sind wir dann auch im neuen Arsenal, Areal. Um jetzt Teetassen und so haben. Und neue Gegner, die echt nervtötend sind. Willkommen in der Welt des Hutmachers. Bis zum nächsten Part.